Nein, ich habe kein Problem. Also, nein, niemals. Intro. Und damit herzlich willkommen bei diesem neuen Video, dem ersten Video 2020. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gestartet und hattet einen guten Rutsch und haben die Feiertage vor allem überstanden. Bei mir haben die Feiertage dafür gesorgt, dass mein Rhythmus ziemlich durcheinander ist. Es verwirrt total, wenn irgendwie zwischen den Feiertagen und da muss man arbeiten. Also egal. Heute soll es um Fokus gehen. Cool, oder? Ja. Wer das nicht kennt, das sind Funko Pops. Ja, Funko Pops. Kleine Figuren, sehr kopflastig, dicke, große Köpfe, sehr einfache Gesichtszüge, aber man erkennt meistens, um wen es sich handelt. Und das macht eigentlich den Charme aus. Die gibt es in 1000 verschiedenen Varianten und zu jedem Fandom oder zu jedem Film, ich glaube, zu allem, was irgendwie rauskommt, gibt es welche, finde ich. Also fast. Doch, eigentlich schon. Also alles, was irgendwie popkulturell wichtig ist oder Relevanz hat, kriegt Funko. Und ja, ich sammle die Dinger, wie man sieht. Also bin jetzt nicht so der Sammler, der dann sagt, oh, ich muss die und die haben aus der und der Reihe, das und das Baujahr. Ich bin da eher so, wenn es dabei ist, cool. Wenn nicht, dann nicht. Warum finde ich diese Figuren so cool? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich mag Fandom. Also, ich mag das Mögen von Serien oder Filmen. Also, ich bin so ein Fanboy. Ich finde sowas begeistern für irgendwas, finde ich richtig cool. Und macht mir auch sehr viel Spaß. Und da finde ich, so eine Figur hat was Schönes. Das hat quasi, man kann damit ausdrücken, ey, das finde ich cool, ey, das mag ich. Und das zu eigentlich allem, was gibt, finde ich eigentlich gut versorgt. Das heißt, ob es jetzt Kindheitsserien sind oder Serien aus der Jugend wie Buffy oder ob es jetzt Ghostbusters aus der Kindheit sind oder eben so wie Cthulhu. Das gibt es halt zu allem etwas und ich finde das mega cool, das zu sammeln und zu haben. So, wie gesagt, ich sammle jetzt nicht auf Vollständigkeit, also es gibt ja wirklich so ganze Serien, die meisten Funkos. Ah, ich kann das auch mal zeigen. Also ich sehe mal das. Haben meistens so ein, da sieht man es, mehrere pro Serie. Hier zum Beispiel von Tailspin, also Captain Baloo und seine tollkühne Kuh, wie es in Deutschland hieß. Da gibt es zum Beispiel 5 Funkos, die gehören dazu. Brauche ich aber nicht alle. Ich habe mir nur Baloo geholt. Und den habe ich mir eigentlich nur geholt, weil er ein Exclusive ist. Das sieht man an den schönen Stickern. Weil die Sticker sind ein bisschen wertsteigernd. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Weil die werden dann halt, die Figur gibt es dann später vielleicht immer noch, aber ohne Sticker. Ja. Ja, wie ihr schon merkt, so richtig auf Wert pfeifen tue ich auch nicht, weil ich habe auch ein paar relativ wertvolle. Also meine Friends Funkos sind so 150, 200 Euro wert ungefähr. Die habe ich wirklich für, ich glaub, 16 Euro pro Stück mal gekauft, weil der Laden, aber passiert. Ja. Ansonsten habe ich Dr. Who, ich habe Wrestling-Funkos, ich habe Marvel, DC etc. Bei den Marvel-Funkos muss man ein bisschen aufpassen, die haben alle so Bubbleheads und das mag ich persönlich nicht so, ist nicht so meins. Aber ich mag Marvel, also habe ich Marvel-Funkos. Ich mag dann gewisse Marvel-Filme, zum Beispiel ich mochte Captain Marvel sehr und dann habe ich mir ein Funko dazu geholt. So funktioniert es bei mir ungefähr. Ja, manchmal überkommt es mich, dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr lang gar nicht und dann
schlage ich voll zu. So Comic-Con dieses Jahr. Könnt ihr euch da mal angucken. Bin ich etwas eskaliert. Gut, ich habe ganz viel Geld geschenkt bekommen und gesagt bekommen, hier muss auf der Comic-Con leer gekauft werden. Deswegen bin ich da irgendwie mit 11, 12 Funkos raus. Aber dafür die komplette Ghostbusters-Reihe, was komplett ad absurdum führt, was ich eben gesagt habe, dass ich nicht auf Vollständigkeit sammle. Manchmal, wenn man die Ghostbusters kauft, dann kann man sich auch alle vier Ghostbusters und Slimer kaufen. Finde ich. Dazu gehört noch der Bibliotheksgeist, den habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Das wird ein sehr wirres Video, ich merke schon. Ja. Es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, die zu sammeln. Es gibt sehr viele Leute, die sammeln die gar nicht, die kaufen sich eine und stellen die irgendwo ins Regal. Ist ja cool, ist ja schön. Ich persönlich sammle die zum Beispiel boxt. Das bedeutet, die bleiben in der Box. Das macht das Abstauben leichter. Und ich finde, die Boxen haben auch was. Also sie sehen meistens auch relativ cool aus. Ein Ballon noch mal holen. So dieses klassische, so sieht man ihn. Klassisch mit dem Rahmen, wo da meistens Logo drauf ist und die Minifigur. Und dann sieht man ihn hinten nochmal. Und ja, das hat so einen Flair, finde ich. Hat was. Und ich mag die Boxen irgendwie. Plus, dann sieht man die Aufkleber, die drauf sind, wenn sie welche haben. Ja, ansonsten Funkus halt. Funkus. Manche Leute sammeln Briefmarken. Obwohl, sammeln heutzutage Leute noch Briefmarken? Heute gar nicht. Bestimmt. Oder Spielzeugautos oder keine Ahnung. Und ich sammle halt Funkus. Ich habe halt nicht so viele, ist jetzt auch nicht, ja, das sieht jetzt viel aus, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe die größte Funkus-Sammlung. So, dafür kaufe ich viel zu selten und auch nicht schnäppchenmäßig genug, weil es gibt sau oft Angebote im Internet, wo man dann irgendwie 3 Funkos für 20 Euro kriegt oder sonst was, womit man dann quasi Masse kriegen könnte, beziehungsweise Vervollständigung kriegen könnte, aber naja. Meine kleine Wohnung ist ein bisschen beschränkt, was den Platz angeht, wo man die alles hinstellen kann, aber ich ziehe ja bald um. Ja. Das wird lustig. Also mehr Platz, mehr Funkus. Ja. Ansonsten, ich mag die Dinge einfach. Einfach so ein... Und ich habe kein Problem, ich kann jederzeit offen. Jederzeit. Also ist jetzt wirklich keine Sucht. Es ist wirklich so, ja, schön. Und da die Dinger meistens je nach Ausgabe und wann sie rauskommen und wie sie rauskommen und wie selten sie direkt sind und bla, kosten so um die 13, 14 Euro ist der Startpreis meistens. Das kann man sich dann mal gönnen, finde ich. Das ist so, das geht so mit. Und ich will gar nicht aufs Jahr rechnen, wie viel das da Geld kostet. Aber darum geht es ja auch nicht, oder? Manchmal hat man einfach ein Hobby, das muss man nicht erklären. Das ist einfach, ist ja auch nicht mal spleenig. Also das haben viele. Wirklich. Guckt nicht so jeder. Also, ihr habt auch welche, komm, oder? Du da hinten. Ey, ich sehe es, du hast ganz viele. Verurteilt mich nicht. In dem Sinne. Meine Funkos. Ja, das war's eigentlich. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Funkos habt. Wenn ja, welche? Und sammelt ihr die wirklich, boxt oder nicht boxt? Und ist euch da wichtig, die komplett zu haben oder nicht? Das interessiert mich wirklich, weil ich habe viele Freunde, die haben, oder die haben ein paar, oder die haben halt viele, oder die haben eine Reihe voll, oder mit boxt, ohne boxt. Ganz cool und ganz verschieden und das interessiert mich sehr. Deswegen mache ich eigentlich dieses Video, weil mich das interessiert und deswegen ich das wissen will. Also, Kommentare schreiben. Okay? Gut. So, ich räume das jetzt mal wieder weg und zähle dann auch mal. Dann blende ich euch hier die Zahl ein. Hoffentlich, wenn ich nicht wieder zu faul war. Wir sehen uns nächsten Sonntag, 12 Uhr, hier auf diesem Kanal. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Schon wieder aufstehen und Geräusche gemacht. Naja, komm, Cthulhu, wir gehen. Moment, ihr müsst noch abonnieren und liken und da neue Videos gucken und kommentieren. Ganz viel. Und abonnieren habe ich schon gesagt. Okay, tschüss.